Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich eine Leserfrage für dich dabei. Ich werde die Frage erst vorlesen und dann eine Antwort darauf geben. Und zwar schreibt der Felix mir: Hey Tim, ich habe eine Frau gedatet. Beim zweiten Date waren wir bei ihr und es kam zum Zungenkuss. Die restlichen 10 Dates habe ich immer bei ihr übernachtet, übers Wochenende. Diesbezüglich kam es auch zu Petting und Blowjob, aber noch nicht zum vaginalen Sex. Auch nicht, als wir zusammen nackt im Bett lagen und gekuschelt haben. Ich habe auch versucht, zum Sex zu pushen, sowohl erst körperlich als auch verbal danach. Aber sie meint, sie schläft erst mit mir, wenn wir zusammen sind, und sie will diesmal nicht so schnell offiziell zusammenkommen, da ihre letzten 2 Beziehungen nur kurz hielten, beziehungsweise wurde sie nach 2 bis 3 Monaten verlassen. Sie möchte, dass wir uns erst richtig kennenlernen, bevor wir zusammenkommen. Ich mag sie und verbringe auch gerne Zeit mit ihr und möchte auch eine Beziehung haben, weil sie investiert auch sehr viel. Wir werden auch Weihnachten zusammen verbringen und uns gegenseitig was schenken. Aber wie lange sollte man da auf Sex warten, beziehungsweise wie sollte ich vorgehen? Sollte ich weiter das verbal erwähnen und es körperlich versuchen? Zumindest mache ich dies die ganze Zeit. Und sie lässt auch alles zu und wir sind auch wild beim Küssen und nackt kuscheln etc., aber sie will erst Sex, wenn wir zusammen sind. Ich habe ihr schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Sex vor der Beziehung kommt, aber sie bleibt bei ihrem Standpunkt. Sie hat auch gesagt, dass sie erst mit mir zusammen sein will, wenn sie sich sicher ist, und vor allem, dass ich mir auch sicher bin, dass ich mit ihr zusammen sein möchte. Sie stellt mich auch noch nicht ihrer Familie oder ihren Arbeitskollegen vor. Und dann einfach die Frage, wie er an dieser Stelle weitermachen soll. Und ist eine ganz interessante Situation. Ich spreche ja oft in den Videos über das Thema Führung. Und das ist ja auch wieder so eine Sache. Also du sagst ja selbst, dein Standpunkt ist es normalerweise, dass du erst Sex haben möchtest und dann in eine Beziehung kommen willst. Und ich sehe das ähnlich. Weil eine Frau, mit der ich in eine Beziehung gehe, wo ich sage, hey, ich lasse mich jetzt wirklich tief auf dich ein, ich entscheide mich, mit dir zusammen zu sein und keiner anderen Frau, das ist halt, das mache ich halt nicht mit jeder Frau, die dahergelaufen kommt, sondern einer Frau, die auf vielen Ebenen gut zu mir passt. Und auf vielen Ebenen gut zu mir passen bedeutet eben auch, dass sie körperlich gut zu mir passt und dass wir sexuell harmonieren. Und das kann ich ja nicht wissen, wenn ich mit ihr noch nie geschlafen habe. Deswegen ist es für mich, genau wie für dich eigentlich, sehr wichtig, dass Sex vor der Beziehung passiert. Was ich glaube ist, dass dein Rahmen, deine Führung an der Stelle so ein bisschen schwach war und dass deswegen die Führung so ein bisschen bei ihrer Seite liegt. Und das ist an sich jetzt erstmal nicht schlimm. Also sie führt ja ganz eindeutig, denn sie sagt ja, hey, ich will das nicht, und ihr macht es ja auch nicht. Also ihr folgt sozusagen ihrer Führung. Das ist an sich erstmal nicht schlimm. Ja, das kann man machen. Du kannst ihrer Führung folgen. Nur sei dir bitte bewusst, dass das nicht ewig so weitergehen sollte. Also wenn die Frau die Führung übernimmt, wenn sie hier die Entscheidung trifft, ist das in Ordnung. Wenn sie dann permanent in eurer Beziehung oder in eurem Zusammensein auch viele andere Entscheidungen trifft, dann wird es schwierig, denn dann fehlt diese männliche Komponente, dann fehlt ihr der Mann an der Seite, weil sie immer alle Entscheidungen treffen muss. Deswegen ist es erstmal nicht unbedingt falsch, zu sagen, hey, okay, das respektiere ich, deinen Standpunkt, auch wenn ich das anders sehe. Das heißt, du gehst an dieser Stelle einen Kompromiss ein und musst halt auch wissen, hey, ist das ein Kompromiss, den ich eingehen will oder nicht? Weil vielleicht passt diese Frau dann auch einfach nicht. Wenn ich jetzt eine Frau treffen würde und sie wäre so, oh nein, ich würde auf keinen Fall mit einem Typen zusammenkommen, ich würde nur mit dem Typen schlafen, wenn wir zusammen sind, dann würde ich mit dieser Frau, keine Ahnung, wir würden vielleicht eine schöne Zeit haben. Nein, könnten wir ja nicht, weil sie würde ja kein Sex mehr haben, wenn wir nicht zusammenkommen. Okay, ja, keine Ahnung, das wäre eine Frau, die würde nicht zu mir passen, die würde ich nicht weiter treffen. Das ist mein Standpunkt. Du musst dir immer klar machen, da draußen gibt es eine Menge Frauen, die du kennenlernen kannst. Es gibt eine unbegrenzte Anzahl an Frauen, die du kennenlernen kannst, und du musst dich halt nicht mit Dingen zufrieden geben, die eigentlich nicht das sind, was du willst. Und dann musst du halt wirklich überlegen, bist du bereit, da dieses Opfer zu bringen? Möchtest du deinen eigenen Standpunkt da an der Stelle vernachlässigen? Wenn ja, okay. Wenn nicht, dann ist es vielleicht nicht die richtige Frau, weil ihr da einfach generell eine andere Einstellung habt. Das merkst du ja dann schon, weißt du, wenn sie denkt, oh nein, erst zusammenkommen. Wenn man Sex hat und du denkst, erst Sex und dann zusammenkommen, dann habt ihr ja schon mal erstmal generell eine grundsätzliche andere Einstellung auf irgendeiner Ebene. Ja? Und das ist ja schon mal, könnte schon mal schlecht sein für eine Beziehung, denn in einer Beziehung halten euch gerade die Dinge zusammen, die eher langfristig sind. Deswegen musst du dir halt überlegen, ist das cool mit mir, ist das nicht cool mit mir, wie sehr will ich mich da reinbegeben? Wie gesagt, ich würde das nicht machen, ich würde sagen, hey, pass auf, sorry, dann passt es leider nicht, weil, keine Ahnung, das ist für mich keine Art, in eine Beziehung zu kommen, so dieses, oh nein, jetzt sind wir ganz safe und wir haben keinen Sex, erst wenn wir in einer Beziehung sind. Also für mich taugt das nicht, also da hätte ich keinen Bock drauf, das wäre mir echt zu blöd. So, die Frau wäre raus bei mir. Also ich würde auch gar nicht mich so sehr von der angezogen fühlen, weil ich diese Einstellung an sich schon
seltsam finde. Ich finde es einfach seltsam. Selbst wenn sie dir erklärt, woran es liegt. So, okay, ich verstehe es, aber das ist nichts, womit ich arbeiten würde. Musst du dir aber selbst überlegen. Du kannst damit arbeiten, du kannst damit in Ordnung sein, aber vergiss darüber hinaus nicht, dass du trotzdem so ein bisschen Führung übernimmst, dass du auch Entscheidungen triffst und dass du auch deinen Werten ein bisschen treu bleibst. Ja, du kannst an dieser Stelle einen Kompromiss eingehen, alles cool. Und ich würde es an deiner Stelle auch weiter versuchen, körperlich und auch verbal. Ich würde einfach immer wieder das versuchen, natürlich, klar. Weil du willst ja nicht aufhören, am Ende des Tages musst du halt immer noch die Sache machen. Also es wird ja nicht der Punkt kommen, wo sie dann sagt, okay, jetzt führe ich dich mal, das kann sein. Aber sie ist einfach so, dass du die Verantwortung hast, da die Führung zu übernehmen. Deswegen mach auf jeden Fall so weiter und überleg dir halt, ist das ein Kompromiss, den ich eingehen will? Wenn ja, dann ist okay, wenn nicht, dann ist vielleicht nicht die richtige Frau für dich. Aber pass halt auf, dass du deine eigenen Werte und deine eigenen Vorstellungen nicht die ganze Zeit untergräbst. Also wenn du jedes Mal nach dem gehst, was die Frau sich vorstellt, dann wird es halt schwierig. Das ist wie wenn ich eine offene Beziehung suche und die Frau möchte nur eine feste Beziehung. Ja, dann klappt das halt nicht. Also dann geht's halt nicht. Was sollen wir denn machen? Wir können ja keinen Kompromiss eingehen. Ja, wenn ich eigentlich keine feste Beziehung will und da in die Richtung Kompromiss eingehe, dann bin ich halt unglücklich in der Beziehung. Und wenn sie keine offene Beziehung will, aber einen Kompromiss in die Richtung eingeht, dann ist sie unglücklich in der Hinsicht. Das macht ja keinen Sinn. Weißt du, dazu gibt es zu viele Leute da draußen, die du kennenlernen kannst, zu viele Frauen, die du kennenlernen kannst, um die Frauen zu finden, die Dinge so sehen wie du, dass man sich mit sowas zufrieden geben muss. Das ist halt nicht nötig. Ja, das geht an alle Männer da draußen. Wenn ihr in einer Situation mit einer Frau seid, die ihr eigentlich gar nicht wollt, die euch nicht gefällt, dann geht doch einfach. Es gibt so viele Frauen, die ihr kennenlernen könnt, so viele tolle Frauen da draußen und ihr werdet immer irgendwann eine Frau finden, die gut zu euch passt. Ich muss dazu sagen, Ausnahmen sind halt, ich habe letztens mit jemandem telefoniert, der auf einem Dorf wohnt mit 600 Einwohnern und in der Umgebung gab es auch keine größeren Städte oder Dörfer. Das ist vielleicht was anderes. Dann ist die Auswahl natürlich nicht so groß. Aber selbst dann solltest du dich mit Dingen nicht zufrieden geben, wo du halt merkst, okay, das ist wirklich nichts für mich. Also überleg dir immer, inwieweit bin ich bereit, Kompromisse einzugehen und geh halt schlaue Kompromisse ein. Also geh keine Kompromisse ein, wo du dich dann selbst kacke mitfühlst, wo du dir denkst, okay, kacke, jetzt habe ich irgendwie einen meiner größten Werte verraten. So, wenn, ich weiß nicht, ich gebe dir mal einfach ein Beispiel. Angenommen, deine Freundin überredet dich, hinter deinem Rücken über einen Kumpel herzuziehen. Einfach nur ein Beispiel. Und dann, eigentlich ist es dein Wert, sehr ehrlich zu sein und du machst sowas nicht, aber sie überredet dich irgendwie dazu. Sie macht dir ein schlechtes Gewissen und dann machst du es halt einfach. So, in diesem Moment hast du halt einen Kernwert von dir verraten und das wird dir auf Dauer schaden und wird auf Dauer große Probleme in der Beziehung machen, wenn du diese Kernwerte immer wieder verrätst. Deswegen musst du überlegen, wie wichtig ist das wirklich für mich? Kann ich darauf verzichten oder nicht? Also wirklich, ja, es ist so ein Mittelding, würde ich sagen. Ja, kann man machen, aber achte darauf, dass du auch in der Beziehung dann, wenn es dazu kommen sollte, weiterhin Entscheidung triffst. Ist okay, fahr ihren langsamen Weg, wenn du damit cool bist, aber sorge dafür, dass trotzdem die Beziehung auch so läuft, wie du dir das vorstellst, damit du auch zufrieden in dieser Beziehung sein kannst. Ja, mit diesem Abschlusswort Ende des Videos, also einfach mal zusammengefasst, auch für euch da draußen jetzt, die nicht in dieser Situation speziell stecken, die der Felix mir geschickt hat. Es ist immer praktischer, wenn ihr euch überlegt, was ihr wollt, was für eine Art von Beziehung ihr wollt und wenn ihr dann die Frauen sucht, die dazu passen. Denn dann kommt ihr gar nicht an solche Punkte, wo ihr irgendwelche Kompromisse eingehen müsst, die faul sind, die euch nicht richtig passen. Ich erinnere mich selbst dran, am Ende meiner Beziehung, jetzt der letzten Beziehung, war eine offene Beziehung, kamen wir so an den Punkt, dass sie eine feste Beziehung wollte, ich aber die offene Beziehung wollte. Und dann habe ich mich einmal für so ein paar Tage darauf eingelassen und habe gesagt, okay, wir machen jetzt feste Beziehung. Und sofort, wo ich das gesagt habe, okay, lass uns das mal machen, habe ich mich scheiße gefühlt. Ich habe mich eingeengt gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als wäre das nicht wirklich das, was ich will, weil ich es ja nur gemacht habe, um die Frau nicht zu verlieren. Und wenn du Entscheidungen triffst, um die Frau nicht zu verlieren, dann ist es immer schlecht. Und das ist immer ein schlechter Standpunkt. Denn du willst Entscheidungen treffen, weil sich das richtig für dich anfühlt und nicht Entscheidungen treffen, weil du die Frau nicht verlieren willst. Also du willst nicht sagen, okay, ich lasse mich auf alles ein, ich mache alles so, wie du es willst, damit ich dich nicht verliere. Das ist ein sehr schwacher Standpunkt, kein sehr männlicher Standpunkt. Und das wird auch auf Dauer dafür sorgen, dass die Frau die Anziehung für dich verliert. Ja, dann musst du dich halt fragen, was habe ich eigentlich für einen schwachen Mann an meiner Seite, der sich auf alles einlässt und nicht mal Nein zu was sagen kann, nicht mal über etwas diskutieren kann, nicht mal für seine eigenen Werte einstehen kann. Und das ist so ein bisschen das Grundproblem. Deswegen, kenn deine Werte, steh dafür ein und das ist ein Ding, das sehr, sehr anziehend auf Frauen wirkt und das auch in deiner Beziehung ganz wichtig ist, damit sie immer das Gefühl hat, sie hat einen starken Mann an ihrer Seite
und jemand, auf den sie sich verlassen kann. Denn wie soll sie sich auf dich verlassen? Klar, Frauen möchten dir vertrauen, Frauen möchten sich auf dich verlassen können. Aber das können sie ja nicht, wenn sie wissen, dass du all deine Werte fallen lassen würdest. Für sie, für jemand anderen. Dann sind es ja keine richtigen Werte, dann ist es ja nicht wirklich das, was du willst. Dann hast du keinen wirklich festen Standpunkt. Und das wird ein Problem werden in der Beziehung. Deswegen immer überlegen, bin ich bereit dafür oder nicht? Und denk immer dran, es gibt viele Frauen da draußen, die du kennenlernen kannst. Du musst dich nicht mit Dingen zufrieden geben, die dir nicht gefallen. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag aus meiner Heimat übrigens, aus Melle, meiner alten Heimat. Und das nächste Video wird es auch von hier geben. Schön, dass du dabei warst. Unten in der Ecke kannst du noch ein kleines Quiz machen, in dem du etwas über dich herausfinden kannst, nämlich wie gut du dich mit dem Thema Anziehung auskennst. Da in der Ecke, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mache, da in der Ecke kannst du den Channel abonnieren und dort oben geht es zum letzten Video auf dem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.